herzlich willkommen zurück zu To The Moon. Verdammt, ich Idiot. Wir müssen umkehren, sofort. Mhm. Und da geht's nämlich auch schon schlagartig los. Moment mal, was denn jetzt schon wieder? Halt einfach die Klappe und komm! Das sind nämlich keine Zeitüberlappungen. Es sind in Anführungsstrichen zwei Johnnies. Zumindest habe ich im Moment den Verdacht, dass er einfach einen Bruder hatte. Ist das möglich? Oder er wurde nur angefahren? Wurde er angefahren? Nee, er wurde angefahren. Von der eigenen Mutter, ne? Ich verstehe das nicht. Er war bewusstlos. Wie können wir das hier sehen, wenn er es selbst niemals gesehen hat? Er hatte wirklich einen Bruder. Und der Spitzname vom Großvater ist vielleicht auch der Name seines Bruders gewesen. Oh je, oh je. Ich glaube, das wird jetzt ganz schön übel, der letzte Abschnitt mit den Erinnerungen. Vor allem, wenn man sich da so ein bisschen versuchen kann, rein zu versetzen zumindest. Wirklich reinversetzen kann man sich an sowas eigentlich nicht. Jedenfalls ist es ein Wunder, dass er überlebt hat. Eigentlich hat er das auch ja auch nicht. Was? Hast du dir sein Zimmer nicht angesehen, Neil? Johnny hatte ein Etagenbett. Joey! Und die Mutter hatte ihn dann immer Joey genannt. Ja, Zwillinge. Oh. Joey, kannst du mich hören? Joey! Warum hast du Joey überfahren, Mom? Warum hast du ihn überfahren? Joey, wach auf, Joey. Wach auf! Eieieiei. Alle ordentlich gaffen, keiner ruft meinen Arzt, typisch. Joey. Auch wenn sie noch so klein waren. Einen Zwillingsbruder zu verlieren, ganz davon abgesehen, wie sich die Mutter fühlen musste. Wenigstens hatte Johnny die Beta-Blocker, um die Erinnerung auszulöschen. Nicht, dass da noch viel wäre. Sie sind nur entkoppelt, nicht gelöscht. Irgendwo hier drin hat ein Nachhall dieser Erinnerung wahrscheinlich weiter existiert. Was ist mit der Mutter? Ich glaube nicht, dass sie Beta-Blocker genommen hat. Sieht aus, als wäre sie ein wenig durchgedreht. Ja, das ist gelinde gesagt das, was man da auch erwarten kann. Zumindest glaube ich nicht mehr, dass Joey nur ihr Spitzname für Johnny war. Nee. Aber wenn sie Johnny als Ersatz für Joey nimmt, was ist dann mit Johnny selbst? Das ist wahr. Ich mag das hier nicht. Lass uns gehen. Notiz Joey. Sieht aus, als wäre das nicht die einzige abgekoppelte Erinnerung gewesen. Seltsam. Es baut keine Barriere mehr auf. Mal nicht den Teufel an die Wand. Eieieiei. Auf das Etagenbett. Mir sind die zwei Schreibtische aufgefallen. Das Etagenbett habe ich jetzt auch nicht so drauf geachtet. Mann, das musst du unbedingt auch mal lesen. Ich meine, jetzt. Echt jetzt. Diese Serie ist einfach genial. Ich habe schon drei Bücher einfach so weggelesen. Also mochte Joey
die Animorphs-Comics und nicht Johnny. Oh, das muss auch richtig schwer sein. Auch wenn er die Erinnerung an diesen Unfall und den Verlust von seinem Zwillingsbruder wie Beta-Blocker vielleicht unterdrückt, also unbewusst bewusst vergessen hat. Von der Mutter in eine Rolle gedrängt zu werden, weil die das auch nicht richtig verarbeitet. Eieieiei, schwierig. Was liest du denn? Animorphs! Ich sag's doch. Es geht um eine Gruppe von Kindern, die sich in Tiere verwandeln und gegen Schnecken kämpfen, die deine Gedanken kontrollieren. Ach, dieses seltsame Alien-Zeug ist nichts für mich. Wieso nicht? Das ist der Hammer. Und vielleicht war es sogar Joey, der zum Mond wollte und nicht Johnny. Und dass Johnnys letzter Wunsch ist, unterbewusst ist, Joeys Wunsch... Oh je, also jetzt wird's... Ich bin gespannt. Ich glaube, ihr könnt meinen Gedanken folgen und was ich... Naja, wir schauen. Statt nur langweiligen Schule zu gehen, können sie zu Tigern werden. Die große böse Aliens in Stücke reißen. Dabei machen sie immer so... Und dann kriegen sie Laser. Oh mein Gottchen. Und dann alle so... Ping, 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 ping. Ping, 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 ping. Lass das. Da meine Stimme so langsam nachlässt, versuche ich jetzt nicht mal ganz so viel das zu machen. Ich glaube, das freut auch den einen oder anderen, weil es sonst ja doch etwas nervig ist auf Dauer auch. Du wirst schon sehen, Johnny. Eines Tages werde ich ein berühmter Autor. Oh, er will Autor werden. Dann schreibe ich die coolste Geschichte überhaupt und alle Kinder kriegen mein Buch umsonst. Schöner Gedanke. Ich werde uns reich machen und dann kaufe ich dir und Mom richtig richtig dicke Villa, wenn er die Bücher an die Kinder verschenkt. Ah ja, die Eltern, wenn sie es lesen wollen, müssen bezahlen. Wie willst du uns reich machen, wenn die Bücher umsonst sind? Umsonst für die Kinder. Die Eltern müssen bezahlen, ist doch klar. Und da die Eltern hier einen Zweifel für die Kinder holen, ja, also nicht dumm. Klar, ich bin ganz sicher, dass die Eltern dir das Geld hinterher schmeißen. Also wollte er Autor werden. Was ist? Bist du immer noch sauer wegen neulich? Jetzt komm schon. Ich habe als erster gesagt, dass ich den Zug haben will. Es war alles ganz fair. Ich bin echt gespannt. Was ist eigentlich mit deinem Preis passiert? Hab ich verschenkt. An einen Penner? Pass auf, es geht nicht nur um neulich. Und bei dem Geschenk habe ich schon Gedanken und mit... Das Problem ist, ich denke jetzt wirklich so richtig viel rum, was jetzt noch kommen könnte, anstatt es einfach geschehen zu lassen. Du weißt, dass du immer Moms Liebling warst. Hey, das ist doch gar nicht wahr. Wahrscheinlich hat nämlich John ein Schnabeltier gekriegt. Als Preis. Und er den Zug. Also es wäre jetzt, wo meine Gedanken gerade hinschweifen. Erinnerst du dich an letzte Weihnachten? Und letzte Ostern und als wir angeln waren und... Okay, okay. Weißt du was? Du kannst meinen Zug haben, wenn du willst. Echt jetzt? Jep. Ich meine, nach deiner Logik wird sie mir ja einfach einen neuen kaufen, richtig? Hör mal, Johnny. Welchen Unterschied macht es schon? Wem von uns was gehört? Alles, was meins ist, ist auch deins. Ich meine, wir könnten doch beide damit spielen, stimmt's? Stimmt. Siehst du? Ich meine, du bist mein Zwillingsbruder, Mann. Du bist wie ein Teil von mir. Ey, komm, lass uns die Nachbarn foppen. Es regnet draußen. Und wenn ich richtig gehört habe, war es auch leicht, es ist auch gewittrig. Warte mal, im Regen? Ja klar, im Regen, komm schon! Notiz Animorphs. Ui! Holz hat die Waldfee. Ja, es ist nicht Johnnys Lieblingsserie gewesen. Nicht genug Memory Links vorhanden. What? Okay.
Okay. Funktioniert. Eieieiei. Jetzt sind wir richtig weit zurück. So eine Art Jahrmarkt, nicht? Watts wird sich gleich wieder freuen. Sollen wir uns ein wenig umsehen? Wie wäre es, wenn ich mich umsehe und du hier einfach stehen bleibst? Wie wäre es, wenn wir uns eine Stunde lang nur noch in Frageform unterhalten? Hör auf zu quatschen und geh. Och, jetzt hast du es vermasselt. Früchte, frische Früchte, Äpfel, Orangen, Tomaten, wir haben alles. Moment mal, Tomaten sind keine Früchte. Doch, sind sie. Sie sind die Ovarien der Pflanze und erhalten Samenkörner. Das sind die Eigenschaften einer Frucht. Ich bitte dich, Tomaten? Wir bezeichnen sie absolut niemals als Früchte. Wer ist wir? Ich koche nun mal gerne mit der Gruppe, okay? Und einige von uns nehmen das sehr ernst. Aber trotzdem hat sie recht. Da sind die Kiddies. Aber ich will dieses blöde Ding nicht. Ich will den Zug. Wir haben nur noch einen Zug. Willst du deinen Preis vielleicht stattdessen gegen einen Teddybären tauschen? Nein, ich will nur diesen Zug. Na komm, John, mach keine Szene. Joey hat ihn zuerst gewonnen, fair und gerecht oder einfach nicht. Aber ich habe auch gewonnen, nur weil er vor mir dran war. Hihihi, so ist das ist schon okay, du darfst auch damit spielen. Siehst du, wie nett dein Bruder ist, Johnny? Okay, ihr Hefeklöße, blockiert mal nicht den ganzen Stand. Kommt, wir schauen mal, was es dort drüben gibt. Ich bin kein Hefeklos, putzig. Weißt du was, ab jetzt nenne ich dich nur noch Hefeklößchen. Du bluffst doch nur. Hey, ist das Klopp den Maulwurf? Klopp den was? Klopp den Maulwurf. Du nimmst einen Gummihammer und klopfst ihn auf den Maulwurf. Ist das nicht Tierquälerei? Das sind keine echten Maulwürfe, Dummchen. Hey, du musst Hefeklößchen sagen, Watts. So haben die Leute Dampf abgelassen, bevor First-Person-Shooter erfunden wurden, ja. Könnte man sagen. Ah, die machen ja nur aggressiv und Killer und überhaupt. Wie primitiv. Ja, ganz schön Ghetto. Wo hast du davon gelesen? Mein Opa war ein Fan davon. Wollen Sie ein Spielchen wagen? Einfach auf alle Köpfe kloppen und tolle Preise gewinnen. Ja, 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 ja. Oh, nein. Los geht's. Maus benutzen. Ja, ich benutze Maus. Maus ist auch da. Maus benutzen. Hui! Oh Gott, das ist so... Was, ich habt ihr sowas schon mal auf Jahrmärkten oder so gespielt? Ich habe ja meistens an den Schießbuden gestanden. Ah, einer ist entkommen! Einer ist entkommen! Warum sind da ein paar Rosa dazwischen? Ich hoffe, die bringen Bonus. Ah! Die Zeit ist um! Dann wollen wir mal sehen. So machst du da. Bei 44 gesichteten Zielen hast du 82 Mal zugeschlagen und dabei 39 Mal getroffen. Das ergibt 88% Trefferquote. Das ist ein neuer Rekord für dich. Geil, wir dürfen jetzt hier Spielchen machen, oder wie? Ihihihi. Ah ja, das Schicksal hält wunderbare Fügungen für euch bereit. Aus diesem hier könnte ein Anwalt werden und aus diesem hier ein Arzt. Die ist echt gut. Oh Gott. Kommt ihr zwei, ich kaufe euch Süßigkeiten. Das ist gut. Aus dem wird ein Anwalt, aus dem ein Arzt. Oh mein Gott, bloß nicht. Ah, sehr geil. Hey, wo ist mein Trinkgeld? Das war jetzt echt schön, finde ich. Was ist hier denn so? Was kreischt ihr denn hier? Willkommen, ich präsentiere das kleinste Riesenrad der Welt. Können wir eine Probefahrt machen? Natürlich nicht. Funktioniert das überhaupt? Natürlich nicht. Hahaha.
Sieht aus, als hätte sich jemand einfach ein paar Stühle an ein Mühlrad geklebt. Ja. Ist mir total egal. Jo, wir haben wieder eine Erinnerung. Ist das schön. Ey, lass mich raus hier. So, wo sind die hin? Wo sind sie hin? Wo sind sie hin? Hin, 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 hin. Hallo? Oh, ist sie hin. Ah, schön. Ah, hier geht's runter. Gut, gut, gut. Schöne Bude. Was gibt's denn da? Niemand da? Ah, hier, da mumpfeln sie. Joey, ich werde dich nie verstehen, Joey. Wie kannst du nur diesen Geschmack ertragen? Interessant, Johnny hat selbst anscheinend Oliven nie gemocht. Meine Güte, das ist ja echt ein Gehirnwäsche par excellence nach dem schrecklichen Unfall. Sie sind so sauer und eklig. Sauer und super, das sind sie. Probier doch mal. Nee, ich mag ja noch nicht mal normale Oliven. Du könntest wenigstens mal eine probieren, Johnny. Wer weiß, vielleicht kommst du dann auf den Geschmack. Genau. Ich bin fertig, Mom. Kann ich spielen gehen? Okay, aber nur auf dem Spielplatz und nicht einen Meter weiter. Wups. Gib mir die Tasche, ich passe für dich darauf auf. Nein, das ist meins. Ich habe es gewonnen. Eingelegte Oliven. Oh, eingelegte Oliven. Joeys Lieblingsspeise. Joeys Lieblingsserie. So langsam die ganzen Sachen hier, ne? Wo vorher Johnny. Ne? Das könnte, das wird viel Joey sein. Sehr viel. Auf dem Spielplatz. Hey, da unten. Da. Es sind 5 Erlings benötigt, um fortzuschreiten. Wo kriege ich denn jetzt noch einen her? Hallo? Ich möchte auch einen. Herr Hunger? Kriege ich hier wenigstens was? Nee, auch nicht. Hält der hier einen Vortrag oder hier der Chor? Ah, Bingo. Chor war es. Gut, dass wir ihn uns nicht anhören müssen. So, ich bin sehr gespannt. Vor allem, was sein Preis ist, möchte ich gerne wissen. Und ich, wie gesagt, ich habe ja einen Verdacht. Auf Mama hören wir nicht so gut, was? Och. Welches Kind macht das denn schon? Ich bin echt gespannt, wo führt er uns hin? Hm, was hast du denn? Hallo, Kladermann? Das ist wahrscheinlich sein Lieblingsplatz. Wow! Dam 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 da 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 da. John. Okay. Und an genau dieser Stelle sage ich vielen Dank fürs Einschalten und Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit To the Moon. Tschüss.